Sie sind gekommen, um vor der Dreifaltigkeit Kirche zu übernachten. Und zwar aus Solidarität mit den Menschen im Flüchtlingslager Moria. Dabei ist das Protestcamp in Schwechat Teil einer immer größer werdenden Aktion, die sich mittlerweile quer durch ganz Österreich verteilt. Die Aktion Wochenende für Moria fand in ganz Österreich statt. Protestcamps waren in Wien, Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt eingerichtet worden. Die Forderungen, die Lager in Griechenland und Bosnien zu evakuieren, Flüchtlinge in der Europäischen Union aufzunehmen und eine menschliche Asylpolitik einzuschlagen. Schwechats Initiatorin Simone Riegler möchte die Politik wachrütteln. Es geht um dieses Drama, was sich abspielt auf Lesbos vor allem oder auch in anderen Lagern, Lipa und so weiter. Die Kinder, die gerne nach Österreich geholt werden würden. Also es gibt viele, die würden sie aufnehmen. Aber die Regierung sagt einfach nein, da sind sie einfach stur. Die lassen die echt verrecken dort. Und das ist echt furchtbar, wenn wir zu Weihnachten zusammensitzen, wo es warm ist. Und wir haben genug zum Essen und die verhungern dort, die verrecken dort. Das ist echt schlimm. Für mich ist es ganz wichtig, da ein Zeichen zu setzen, dass wir uns mehr Wärme erhoffen in unserem Land und mehr Aufnahmebereitschaft und weniger Kälte. Und ich glaube, gerade die heutigen Wetterbedingungen machen da noch einmal einen Strich drunter, dass man sagt, ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenkt. In vielen Ländern der Welt sind Zustände in Flüchtlingslagern, auch in der EU, die nicht tragbar sind und wo wir was dagegen unternehmen müssen. Wir haben gemerkt, auch in den vergangenen Jahren, dass es immer ein schwieriger Punkt ist, mit Flüchtlingen irgendwie was aufzubauen und dann Flüchtlinge auch da bei uns zu halten. Wo ich sage, wenn Flüchtlinge gut integriert schon sind bei uns, warum verbaut man denen die Zukunft, indem man es abschiebt? Mit Argumenten wie Afghanistan sei ein sicheres Land, finde ich, da tue ich mir einfach ein bisschen schwer. Es würde Österreich gut anstehen, Flüchtlinge und deren Familien aufzunehmen, und zwar in Übereinstimmung mit anderen europäischen Ländern. Wir haben auch das erste Wochenende Moria, eben von Samstag auf Sonntag, ungefähr um die Mittagszeit beginnt es immer. Wir haben Zelte auch aufgeschlagen, also einige von uns werden hier übernachten auch. Und wir haben heute auch schon um 2:30 haben wir schon eine Schaltung nach Griechenland gehabt, wo alle gemeinsam mit einem Flüchtling, mit einer Aktivistin gesprochen hat, dass man sich da zusammenschaltet. Auch, dass die sehen, dass hier in Österreich in mehreren Städten protestiert wird gegen diese Zustände. Also das kriegen die unten mit. Es leben auf der Insel weit viel 100 Kinder klein, die möchten gerne ein warmes Bett und ohne Ratten sein. Sag nur ein Wort, du großer Mann, im fernen Kanzleramt. Ein Ja heißt, ihr dürft glücklich sein. Ein Nein, ihr seid verdammt. Ich habe schon geschrieben an einen Bundeskanzler, Vizekanzler, Bundespräsident und so weiter. Ich meine, der Bundeskanzler hat dann nach einem Monat erst geantwortet, aber das hat nicht viel Aussage gehabt, was der da geantwortet hat. Das ist ihm einfach wurscht. Ich glaube nicht, dass er einen so harten Kurs fahren würde, wenn das nicht auch von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt werden würde. Und das ist etwas, das mich sehr, sehr traurig macht und etwas, wo wir sagen, wir wollen da auch in der Gesellschaft ein gewisses Umdenken erreichen mit Aktionen wie der heute. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie ist die Situation in den griechischen Lagern nach dem Brand von Moria vor 100 Tagen wieder in den Hintergrund getreten. Letztendlich mache ich in erster Linie eigentlich damit, weil ich einfach die Menschen ein bisschen wachrütteln möchte. Ich möchte ihnen zeigen, schaut's her, auch wenn Corona gerade unser Land überflutet und ich will bei Gott diese Krankheit nicht irgendwie milde reden. Es ist was Schlimmes, was uns da gerade getroffen hat. Wir können aber von Glück reden, dass es uns noch im Vergleich zu anderen Ländern viel besser geht. Und ich denke mir, da können wir uns als reiches Land Österreich, was wir noch immer sind, auch nach so einer großen Katastrophe, es uns leisten, uns ein bisschen dafür zu engagieren. Es sitzt ein Mann im Kanzleramt, der hat ein Herz aus Stein. Er möchte gern der Größte sein und darum sagt er Nein.